Hier endet die Geschichte von Mike und Pika. Aber nicht die von Team Epic. Es gibt noch viele Aufträge zu erfüllen. Ein neues Abenteuer steht bevor. Die legendären Pokémon werden in Erscheinung treten. Lass dir das nicht entgehen. Werden wir nicht. Werden wir definitiv nicht. Dank des heldenhaften Einsatzes von Mike und Pika konnte der Zusammenstoß mit dem Meteoriten verhindert werden. In der Welt der Pokémon kehrte wieder Frieden ein. Doch dies bedeutete nicht das Ende der Naturkatastrophen. Noch immer geschahen Unglücke, allerdings deutlich seltener. Das Retterteam Epic war nicht nur Epic, sondern blieb selbstverständlich weiterhin im Einsatz. Einige Tage später. Guten Morgen, Mike. Bist du gerade erst aufgewacht? Ich war vorhin bei der Pelipperpost. Am Infobrett sind immer noch Rettungsaufträge ausgeschrieben. Auch wenn es friedlicher geworden ist, Pokémon benötigen weiterhin unsere Hilfe. Mike, lass uns auch in Zukunft unser Bestes als Retterteam geben. Das werden wir, Pika. Gott. Mike! Oh, hallo Raupi und Safcon. Was ist denn los? Es ist wegen Snubbull. Da geht etwas Verrücktes vor sich. Etwas Verrücktes mit Snubbull? Wie meinst du das? Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Er hat sich total verändert. Das sollten wir uns mal näher ansehen, Mike. Das stimmt. Und Leute, das wird euch gefallen, was jetzt passiert. Oh, da ist der Simsala. Okay, das ist... normalerweise ist Simsala nicht da, oder? Ich weiß gerade nicht. Hallo, sag mal, hast du zufällig Snubbull gesehen? Wir haben gehört, ihm soll etwas Verrücktes zugeschossen sein. Ich bin Snubbull. Was? Du bist Snubbull? Aber du siehst ganz anders aus als sonst. Ich verstehe es auch nicht ganz. Ich bin runter in diese Höhle gegangen und plötzlich... Welche Höhle? Sie war plötzlich einfach da. Gleich da vorne, seht ihr sie? Ja. Und da bist du also hineingegangen? Ja. Und als ich wieder rauskam, sah ich so aus. Snubbull hat sich entwickelt. Entwickelt? Was meinst du damit? Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, können sich Pokémon entwickeln. Durch die Entwicklung ändert sich ihr Erscheinungsbild permanent. Wie? Was? Das Aussehen ändert sich? Ich vermute, dass diese Höhle ein Ort ist, an dem die Entwicklung möglich ist. Das ist zwar nur eine Vermutung, aber vielleicht konnte die Entwicklung nicht stattfinden, weil das Gleichgewicht der Welt gestört war. Oder weil es sonst so OP wird am Spiel. Aber nun, da der Meteorit zerstört wurde, da ist das Gleichgewicht wiederhergestellt. Und dadurch wurde der Eingang zu dieser Höhle geöffnet. Wenn ich mich entwickle, werde ich dann so wie Safcon. Oh, ich will mich so schnell wie möglich zu Smetball entwickeln. Augenblick mal! Ich weiß noch gar nicht, ob mir das überhaupt gefällt. Mein süßes kleines Gesicht ist doch ganz grob geworden. Eine Entwicklung ist nichts Schlechtes. Denn es veränderten sich dadurch nicht nur das äußere Erscheinungsbild, man kann dann auch andere Attacken erlernen. Einige von ihnen sind besonders stark. Oh, wirklich? Ich kann vielleicht starke Attacken erlernen? Das ist ja großartig, ich will mich sofort entwickeln. Ich will ganz schnell zu Smetbo werden. Ich auch. Können wir uns auch entwickeln, wenn wir in die Höhle gehen? Ja, aber nur wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Mike, lass uns an uns der Höhle einen Besuch abstatten, wenn du soweit bist. Ja, aber du weißt schon, Pika. Du brauchst einen Donnerstein. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Oh, ich will mich so schnell wie möglich zu Smetbo entwickeln. Jetzt muss ich so wie Safcon werden. Ich kann jetzt vielleicht stärker Attacken erlernen, wie aufregend. Ich vermute, dass diese Höhle ein Ort ist, an dem die Entwicklung möglich ist. Wenn ihr euch entwickeln wollt, solltet ihr die Höhle betreten. Bedenkt aber bitte, dass eine Entwicklung nicht rückgängig gemacht werden kann. Überlegt jetzt also euch gut, bevor ihr diesen Schritt wagt. Warum sollten wir es nicht tun? Es gibt keinen Grund. Wer hätte gedacht, dass hier so plötzlich eine Höhle entstehen würde? Seit geraumer Zeit blieb hier stets alles unverändert. Überraschungen kommen wohl immer dann, wenn man nicht mit ihnen gerechnet. Ja, das sind ja auch Überraschungen. Gehen wir mal rein. Das ist ja richtig cool gemacht. Original sah das hier etwas langweiliger aus. Von irgendwoher dringt eine Stimme. Ihr, die ihr erwacht seid,
Dies ist die Glitzerhöhle. Möchtet ihr euch entwickeln? Yes. Oder? Warte. Erklärung. Manche Pokémon sind in der Lage, sich zu entwickeln. Durch eine Entwicklung ändert sich Gestalt und Statuswerte des Pokémon. Manchmal ändert sich sogar der Typ und es können neue Attacken erlernt werden. Pokémon können sich hier entwickeln, wenn sie gewisse Bedingungen erfüllen. Diese unterscheiden sich je nach Pokémon. Manche Pokémon müssen einen bestimmten Level erreichen. Andere benötigen das Item Entwicklungsgeode. Dieses kannst du in schwierigen Dungeons finden, entweder in den dortigen Läden oder auf der tiefsten Ebene. Okay, das ist neu. Finde ich aber besser so, dass es nur einen Entwicklungsstein gibt. Das ist cool, das finde ich gut. Hat sich ein Pokémon erst einmal entwickelt, kann es seine ursprüngliche Entwicklungsstufe nicht mehr zurückerlangen. Eine Entwicklung will daher gut überlegt sein. Das sagen die nur, falls man, falls sich Kinder aufregen. Hey, wo ist mein süßes kleines Pikachu hin? Warum höre ich auf einmal ein Raichu? Und ich mag kein Raichu. Oder irgendwie sowas, ja. Ich liebe Raichu. Nur mal gesagt. Möcht ihr euch entwickeln? Yes. Ich will mich entwickeln. Und so, Mike möchte sich also zu Bisaknoss entwickeln. Yes! Es ist nicht möglich, zur ursprünglichen Entwicklungsstufe zurückzukehren. Let's go! Das Retterteam Halstuch geht bei der Entwicklung verloren. Oh nein, die haben die Sprites auch nicht geändert. Oh, wie schade. Na, ganz ehrlich. Gelb steht dir. Gelb ist zwar eine okay Farbe, aber damals mit Grün sah es besser aus. Ihr, die ihr erwacht seid. Euer Potenzial kommt nun zur Entfaltung. Die Erscheinung von Mike verändert sich. Mike hat sich von Bisasam zu Bisaknosp entwickelt. Einen neuen Namen geben. Nein. Ich bin immer noch derselbe. Yes, weiter. Oh, ich sehe so cool aus. So, Beep! Du hast sehr viel geholfen. Zu Magneton! Ja! Ja! Die Erscheinung von Beep verändert sich! Beep hat sich von Magnetilo zu Magneton entwickelt! Das ist jetzt irgendwie ein paar zu viele Polygone, aber es passt schon! Oh, sieht das cool aus, Mensch! So, wie können wir noch entwickeln? Oh, guckt euch das an, ey. Ist das nicht cool? Warte mal. Ach so, jetzt verstehe ich es. Okay. Ne, die, die nicht die Bedingungen haben, können sich hier nicht weiterentwickeln. Aber ansonsten wäre es eigentlich möglich. Okay. Wollen wir noch mehr entwickeln? Ich könnte mich direkt weiterentwickeln, Leute. Aber ich möchte das noch nicht. Ich möchte das noch nicht. Ich bleibe erstmal ein wenig Bisaknoss. Und dann irgendwann, wenn ich Bock dazu habe, vielleicht zu Bisaflor. Also jetzt noch nicht. So. Was ich mit anderen mache, das weiß ich noch nicht, aber ich lasse sie erstmal noch. Pikachu braucht diesen Entwicklung. 4 Entwicklungsgeode? Okay, das ist doch nicht so toll. Da muss ich mal gucken, wie ich die bekomme. Oh Gott. Aber dann dafür muss aber dein Raichu richtig gut sein, du. Okay, reicht fürs Erste. Kommt wieder, wenn ihr euch entwickeln möchtet. Okay. Und da bin ich. Guckt mich an. Okay, was sagt ihr? Sagt immer das Gleiche? Sagt ihr nicht irgendwas dazu, dass ich mich entwickelt habe? Nein, die sagen irgendwie nichts dazu. Mein Heilszug ist leider weg. Ich bin schade, dass sie von den Starterentwicklungen die Heilszugtücher nicht weitergemacht haben, aber egal. Okay. Mehr gibt's hier dann nicht, okay? Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Schnitt und dann geht's mit der Folge gleich für euch weiter. Und so, da sind wir wieder. Für euch waren es nur ein paar Sekunden, doch für mich waren es mehrere Tage. Und ich habe tatsächlich vergessen, mit wem wir geredet haben und mit wem noch nicht. Hey, Magnetilus! Danke. Piep, piep, hurra, einfach klasse. Yeah, wir feiern hier immer noch ab, denn wir haben ja. Ja, ich tue das, hätte eine neue Folge. Ja, ihr wisst auch, was passiert ist. Ich
bin überlegen, was wollen wir denn mal machen? Luak, was wollen wir denn machen? Mein Picker, das war eine reife Leistung, gut gemacht. Natürlich können sie trotzdem noch nicht mit uns mithalten. Ja, das wird noch. Wir sind noch hier, weil ihr erfolgreich wart. Dafür will ich euch danken. Natürlich haben auch wir unseren Teil dazu beigetragen. Natürlich. Wo ist eigentlich Simsala? Wollt ihr denn nicht auch mit uns feiern oder so? Was mit dir? Sagt ihr mal was dazu? Nö. Okay, er sagt nie was dazu. Schade. Weil wir wissen auch, oder ich weiß, wir wissen auch, durch ein paar Videos von dem offiziellen Pokémon-YouTube-Kanal, dass Makuhita auch noch eine Story hat, die neu zu diesem Spiel ist, aber ich weiß nicht, wie man die unlockt und ich weiß auch nicht, wie man da reinkommt. Ich habe vergessen, wo das war. Hier ist übrigens ein Postfach. Und hier auch. Und cool, ich entdecke gerade Detailarbeiten. Yay! Juhu, wir können wieder in Ruhe schlafen. Und das haben wir nur euch zu verdanken. Ja, das ist doch nice. Ne, Pika? Ja. Jetzt ist alles wieder gut. Ich danke dir, Mike, dir und deinem Team. Das ist schön, dass du uns dankst. Wir haben sehr viel Geld. Ich müsste mal überlegen, was ich so kaufe. Ich gehe mal kurz nochmal zu dir. Vielleicht kaufe ich mir... Was? Finalinsel? Was? Oh, die ist neu. Man weiß nicht, ob diese legendäre Insel überhaupt existiert. Sie schwimmt manchmal am Horizont und verschwindet dann wie eine Fata Morgana. Lol. Okay, die kann ich einfach kaufen jetzt schon. Ich bin unbedingt, vielleicht kaufe ich sogar irgendwas. Ich guck mal ganz kurz, was es so zur Auswahl gibt. Aber ich habe keine Ahnung, was ich kaufen sollte. Ich könnte mal alle kaufen, so. 4, wie gibt's denn noch? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und 22, okay. Ja, dann kaufen wir uns mal die Prachtebene. Die Prachtebene? Genau. Tada, Kämpfe, wir haben es alle da. Tada. Immerhin, da ist doch mal was Cooles. So, dann gucken wir uns den Giftum gleich mal. 7000, obwohl, warte, gibt es nicht noch was anderes, was weniger kostet? Sortieren. Ah, guck mal. Es sind 2,5 Seiten, die wir noch nicht haben. Mystik Seeboden. Echohöhle. Gletscherfluss. Drachenzornhöhle. Vulkankrater. Eisschollenufer. Altes Labor. Schildparteich. Was? Ja, echt? Okay. Und die anderen hier. Ich lese das nicht alle vor. Denn wir wollen noch was in dieser Folge erreichen. Ich weiß gerade leider nicht, wie lang die Folge ist. Das sollte ich vielleicht mal nachprüfen. Sehr professionell. So, also, ich denke mal, wir haben ja jetzt mit allen so mehr oder weniger geredet, deshalb, ja, machen wir das, was wir normalerweise tun sollten. Ein Retter. Einen Auftrag zum Pokémon-Retten annehmen. Was macht ihr denn hier? Oh, wie wunderbar, Mike. Endlich kann ich für deine Ruhe mein Leben führen. Danke. Ach, gerne doch. Ihr habt euch also wirklich durch einen Turm aus Wolken gekämpft? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Einfach Wahnsinn. Ihr wart absolut unglaublich. Wollt ihr nicht mit mir zusammenarbeiten? Vielleicht. Mike, du und dein Team, ihr habt euch selbst übertroffen. Tja, passiert. Infobrett, was haben wir denn so? Ja, okay. Einmal mal alles annehmen, warum nicht? Bium. Du. Oh. Absol? Mein Instinkt hat mich nicht getäuscht. Ich bin froh, mich euch angeschlossen zu haben. Lasst mich euch erneut meinen Dank aussprechen. Ihr habt die Welt gerettet. Habt dafür aus tiefstem Herzen Dank. Ach übrigens, erinnert ihr euch noch damals auf der Flucht euer Versprechen in Arktos? Ihr habt versprochen zu verhindern, dass sich diese Katastrophen wieder ausbreiten. Ihr habt den Einschlag des Meteoriten verhindert. Vielleicht solltet ihr Arktos nun erneut einen Besuch abstatten, aber nicht nur ihm. Auch Lavados und Zapdos, auch wenn er nichts damit zu tun hatte. Ja, stattet den drei legendären Vogel-Pokémon einen Besuch ab. Ja, hier ist der Tipp, dass wir mit denen nochmal kämpfen können. Was uns das bringt, sage ich noch nicht. Oh,
verlassene Insel, Kaskadenteich, Wüstenregion, Südhöhle, Nachtlichtruine. Damn, das ist ja ziemlich viel, was wir freigeschaltet haben. Versus. Was heißt denn Versus? Wird nicht erklärt. Oder kann ich das noch irgendwie... Versus, was heißt denn das? Hier auch. Ich würde mal sagen, eine der fünf neuen Regionen oder Dungeons, würde ich eher sagen. Schauen wir uns heute mal an. Aber hier siehst du, wie lang die sind. Alles gut. Nehmen wir mal die Nachtlichtruine. Da gibt es sogar einen super Gegner. Das ist unser Team. Doch, egal wie sehr ich Metagross mag, ich mag ihn definitiv nicht so sehr wie Magnetilo. Nein, das war ein Spaß, aber wir müssen Magnetilo reinnehmen, denn Magnetilo ist jetzt ein Magneton, Leute! Und er muss einfach rein. Aus Prinzip. Was ist denn das hier? Nachtlichtruine. Hä? Okay, da kommt diese böse Musik. Warte, ist der Giftboden? Was? Warte, was? Was? Gegner mit Erkenntnis. Das gegnerische Pokémon befindet sich im Zustand Erkenntnis. Gegner gelangen in diesem Zustand, wenn sie andere Pokémon besiegen. Gegner im Zustand Erkenntnis werden stärker. Also nimm dich vor ihnen nachts. Oh Gott. Oh Gott. Das ist sehr bedrohlich. Oh Gott, sind die stark. Bäm. Oh oh. Oh oh. Ja, ich mache echt wenig Damage. Aber ich habe besiegt. Ist das sogar ein Team? Ja, ja klar, Schuppet. Warum nicht? Und ich weiß, andere sagen zu dem Vieh Schuppé, aber... Nein, ich sag Schuppet. Lasst mich. Punkt. Ich will das Pokémon nennen, wie ich es nennen will. Ja. Was ich jetzt merke, ich gerade, ich bin noch mit den gleichen Items wie... Wie beim Rayquaza-Bosskampf reingegangen. Das heißt, ich habe hier noch all meine Beleber-Sachen. U2. Wollen wir mal gucken? Vielleicht gibt es hier irgendwas Besonderes. Vielleicht kann man hier irgendwas Besonderes farmen. Vielleicht gibt es hier ja einen Entwicklungsstein. Gibt er jetzt diese neuen Entwicklungssteine und von denen brauchen wir 4, um Pikachu weiterzuentwickeln. Normalerweise braucht man 2, aber bei einer, wenn man ein Pokémon schon mal entwickelt hat, Pikachu ist ja eine Weiterentwicklung von Pichu, dann muss man 4 machen statt 2 wie vorher. Das heißt, bei einem Pokémon was, warum kann ich hier angreifen? Was? Moment mal, warum ist meine AP leer? Das kann gar nicht sein. Okay. Ja, ich rush einfach durch, keine Lust. Komm, ist egal, wir rushen durch. Fluch bitte nicht, Fluch bitte nicht, Fluch. Ah Gott, nein, nein. Ja komm, Billy Basam, lass es einfach weggehen. Was ein Desaster hier. Ich kann nicht immer B drücken. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist vom Spiel oder so, aber manchmal funktioniert es einfach nicht. Okay, wie auch immer. Da habe ich Elixier. Ich habe es gerade nicht gesehen. Sorry. Aber ich würde sagen, die nächsten Folgen gucken wir uns mal die neuen Dungeons an. Und ich kann euch sagen, es wird nicht mehr langweilig. Also es wird nicht noch langweilig oder so. Es gibt noch viel zu erkunden. Und ich bin so froh, dass wir dieses Pokémon, dieses Ninja-Turm, nicht als Gegner hatten. Weil soweit ich weiß, konnte man gegen das Vieh... konnte man das Ding antreffen im Himmelsreich. Zumindest hatte ich das so in Erinnerung noch. Und ich bin froh, dass ich das nicht hatte, diesen Auftritt. Weil das wäre schwer gewesen, weil ihr seht ja, ich kann es ja nicht angreifen. Es ist nämlich eins der wenigen... Es ist das einzige Pokémon, was du nur mit einem bestimmten Typen oder wie in diesem Spiel mit Items angreifen kannst. Ich weiß nicht, ich glaube auch Geist. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie man das angreift, aber normale Attacken, die wir zum Beispiel haben, das bringt nichts. Das bringt nichts. Schuppet könnte vielleicht, aber. Heißt das eigentlich auch schon Schuppet?
Ich sag trotzdem Schuppet. Lasst mich. Ich bin da Schuppet gewöhnt. Ich habe keinen Bock auf Schuppe. Mein Gott. Ach komm, ich bin grad Driss, egal. Was? Warte, was? Oh! Lol? Der hat sich mega entwickelt! So, das heißt, hier kann man Mega-Entwicklungen freischalten? Oder was heißt das? Ich weiß wirklich nicht, wie das funktioniert. Als ob, Schuppel macht's auch. Schuppel, du sollst dich erstmal entwickeln. Dann kannst du nämlich ein Mega-Bandett sein. Jetzt haben wir hier irgendwo ein Mega-Zuberis rumlaufen. Ist es das? Okay, was auch immer es war, ist es tot. Oh Gott, hinter uns eins. Was ist denn hinter uns? Oh Gott, nein, Magneton! Was ist denn da? Ich sehe es nicht. Okay, es ist tot. Wie auch immer. Wahrscheinlich war irgend so ein Mega-Pokémon. Keine Ahnung. Oh, ein Traunfugil. Ich mag das Pokémon sehr, aber... Du musst erstmal gehen. Was macht Pikachu da eigentlich? Verdammt, die sind hier echt stark. Warte, das noch... Oder was macht Pikachu da? Da ist noch ein Pokémon. Hä? Was ist denn da? Was war denn da? Okay. Wir werden es nie herausfinden. Ist wahrscheinlich auch besser so. Hier ist endlich die Treppe. Dun, dun. Komm schon, ich will einen Preis haben. Spuk. Oh, nö. Hatte eine Erkenntnis. Warum heißt das Erkenntnis? Ich hoffe, die Mega-Entwicklungen heißen auch Mega-Entwicklungen und nicht Erkenntnis Bisa Flora oder was auch immer, Alter. Nee, bitte nicht. Das könnt ihr mir nicht kaputt machen, du. Das wäre blöd. Oh, ein Zobris. Ich mag Zobris, ja. Ist auch zufällig das Lieblings-Pokémon von meinem Bruder. Also, ist ein sehr besonderes Pokémon auf jeden Fall. Oh Gott. Ja, wir sollten definitiv aufpassen, was wir machen. Oh Gott, nein, nein. Aua! Verdammt! Warum benutzt man den Belebersamen? Das ist nicht so smart, aber egal. Aber die sind nicht common, die sind schon mehr oder weniger selten. Vielleicht war aber auch der allgemeine Fehler, dass wir hier schon in diesem Dungeon reingegangen sind. Dumme B-Taste. Taste? Ich bin dumm. Wir haben noch ein paar Belebersamen, aber ich würde das nächste Team Beleber Orbs gerne verwenden, wenn es möglich wäre. Ist egal, einfach ignorieren. Ist egal. Nein, ist egal. Was? Oh. Okay. Ein Skorglo ist das. Oder Skorgro. Wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Aber interessant, das Ganze hat sich hier geändert. Oh nein, mega Banett. Ah, jetzt sieht er auch unten rechts mega Entwicklung. Immerhin keine Erkenntnis-Banett-Form, Alter. Gott, seid ihr stark, Mann. Warum seid ihr alle so stark? Shit, nein. Verdammt, Mann. Alter, das ist jetzt auch noch mega entwickelt. Oh, das Pokémon, die mega Entwicklung sieht echt nice aus. Ich sterbe einfach instant, man kennt's. So, du setzt erstmal ein Team Beleber-Orb ein. Hä, warum ist Pikachu da oben? Na, vielleicht besser so. So, ihr müsst mal alle wieder eure Sachen anziehen. So. Okay, weiter geht's. Waren wir schon mal in so einem Gebiet? Nein, oder? Ein Skorgro. Könnten wir doch mal einen Apfel geben. Guck mal, freut er sich schon wieder. Kannst du uns ganz gerne mit uns abhängen, du. Kein Problem, kein Problem. Keine Ahnung, was für eine Fähigkeit du hast, aber bestimmt was Cooles. Oh, oh. Oh, nein! Warum... Killen die sich gegenseitig? Oder warum haben auf einmal so viele diese
besondere Gabe, diese besondere Erkenntnis. Und wie kriegen wir diese Fähigkeit, dass wir einfach ein Pokémon besiegen und sofort eine Mega-Entwicklung bekommen? Wie funktioniert das? Wieso kann ich das nicht machen? Ich will das auch machen können. Oh, nö. Beep. Komm, Beep. Schaffst das. Nice. Igelsam reicht bis 10.000 Meilen. Nice. Wo ist der Ausgang? Wir machen den Dungeon auf jeden Fall noch in dieser Folge zu Ende. Es ist mir egal, wie lange das jetzt geht. Wir machen ihn noch zu Ende. Geht ja nur bis U15, von daher. Aber was kriegt man denn für diesen Dungeon? Oh nein! Warum ist der Supergegner da? Das ist überhaupt nicht gut, dass der Supergegner da ist. Oh nein, Spiegelcape. Bist dich! Oh Gott. Aber wir machen ziemlich viel Damage. Das ist gut. Leider kein Shiny Wing, genau. Die können ja sehr gut Shiny sein, die Supergegner. Oh, gut gemacht, Leute. Echt gut. So. Dann wollen wir doch mal die Treppe suchen. Oh Gott, das ist ein Gegner. Was ist das? Ist das ein Vulkan gewesen oder was war das? Was? Nachtnebel? Ey, move mal zur Seite. Okay, was auch immer es war, ist es tot. Und hier schläft ein Pokémon, das ist auch besser so. Dun, dun, badam, bam, 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 bam. Lass mich in Ruhe. Dum, 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 dum. Ein Retter. Das ist doch cool. Das können wir auch mal wecken. Hätte ich einen Apfel? Ich habe nichts gesagt. Super. Ein Zurberis. Hau mal ab, du. Oder willst du uns nachjoinen? Kannst du uns gerne reinjoinen, ne? Komm, join uns. Yes! Cool, Zumeris! Das ist doch cool. Oh, hi, Traunfugil. Ich habe immer gehört, das Pokémon heißt Traumfugil. Aber es ist nicht ein M, sondern ein N. Ein Traun. Nicht ein Traum. Ich dachte mal Traum, weil es ist ja ein Geist-Pokémon und hat ja mit Träumen zu tun, das Pokémon hier. Aber nö, Traun. Traun, nicht Traum. Oh nein, das hat eine Mega-Entwicklung. Oder eine Erkenntnis. Ich find's immer noch lächerlich. Eine Erkenntnis, oh mein Gott. Ich kann alles sehen und riechen. Ich habe eine Erkenntnis. Was? Oh, wen killen die denn da immer? Killen die sich gegenseitig oder was? Müsst das mal Live-Action sehen. Wen die da killen, wenn das nicht wir sind. Wangenrubbler. Ja, ich weiß nicht, ob Wangenrubbler so gut ist. Aber ich sollte es definitiv... Ah, okay. Ne, Wangenrubbler ist eigentlich nicht immer das Richtige zum Einsetzen. Aber passt schon. Oh, ist hier etwa der Ausgang? Nein, natürlich nicht. Wo ist denn der? Hier? Auch nicht. Oh Gott. Da war doch ein... Oder? Nee, egal. Hier ist es. Okay. Warte, da ist ein... Rettan. Egal. Gehen wir weiter. Wir haben eh schon genug Pokémon bei uns hier. Da ist noch ein Banette. Wenn das einer von uns killt, dann ist sehr kritisch, du. Was war das denn gerade? Ich guck mal, was da unten steht. Traunfugil setzt Gegenstoß ein. Also irgendwie greift das ja an. Ich achte mal unten, was da steht. Ach, ich merke gerade, ich nehme voll viel Hunger. Wegen meinem Ring. Deshalb ist nicht so gut, dass ich Pikachu spiele. Aber ich muss es gerade. Ja gut. Hat denn jemand gesagt, dass ich auch nicht mit Magneton spielen kann? Lull. Bam. Nein. Ach, verdammt. Nein, kein Sam, sondern wir benutzen. Alle bekommen hier eine Erkenntnis. Ist das nur für Dungeon-Exklusive? Also, dass nur manche Dungeons so sind.
Oder sind alle Dungeons jetzt so? Ah, wir haben unsere Items nicht gehabt, ja. Teambeleber Orb. Könntest du jetzt dahinter? Ne, hier. Okay, ich check's immer noch nicht. Dun, 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 dun. So, ihr macht euer Ding, ne? Ich werde erstmal. Ach, ihr seid schwer ausgerüstet. Okay. Na, komm mal her, du. Warum kann ich nicht angreifen? Ich habe doch AP. Für Rankenieb. Oder nicht? Oder was? Rasierblatt? Rasierblatt war es, ne? Ach, wie auch immer. Keine Ahnung, warum es nicht geklappt hat. Was? Wen hat es das denn umgebracht? Egal. Gehen wir einfach weiter. Ignorieren wir alles. Verdammt, das ist kein guter Ort. Oh Gott, da ist ein Mega-Zuberiss. Okay, du nicht, du bist kein Mega-Zuberiss. Du kannst wieder gehen. Zack. Ey, was willst du? Guck mal in die Augen so, das ist unfreundlich. Da ist es. Das Mega-Zuberiss. Was? Oh, Schutzschild. Oh, verdammt. Egelsam. Oh, und ich bin tot. Da kommt Pikachu, wir tauschen. Kriegst du das hin? Bam! Oh! Lol! Ja, warum nicht? Mir egal. Ich sag einfach mal immer ja. Kann nicht schaden. Und wetten, hier ist jetzt. Auch nicht! Wo waren wir denn noch nicht? Ganz rechts waren wir nicht. Klebefalle. Oh oh. Jetzt habe ich leider geskippt, was das macht, aber ist mir auch egal. Warum liegt hier einfach so ein Traunfüli rum? Schattenstoß. Coole Attacke. Oh, wir sind leider alle jetzt down gepusht worden. Das ist nicht gut. So, zack. Haut mal alle ab, bitte. Weiter, einfach weiter. 10. Dun, 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 du, 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 bam, bam. Die nächsten Folgen werden definitiv länger. Denn ich möchte ungerne, also zumindest original geplant, will ich ungerne mehrere Folgen für einen Dungeon brauchen, sondern einen Dungeon in einer ganzen Folge schaffen. Was das? Hm? Die Musik, die kenne ich doch. Aber ich weiß gerade nicht, welche Musik das ist. Und dieser Ort, der kommt mir auch bekannt vor. Ist das vielleicht ein Late-Game-Dungeon? Also ein Late-Post-Game-Dungeon? Der hier aber die Palette bekommen hat. Verdammt. Und ich check erst jetzt, dass oben rechts nicht steht APO, sondern AP0. Verdammt, Mann! Was ist denn das hier? Dreh dich dahin und benutze das Item. Okay, der Dungeon ist echt schwerer, als ich dachte, muss ich zugeben. Oh, Magneton ist da hinten. Ich muss mit dieser Knosse spielen. Na komm, einfach rauf. Einfach drauf. Warum war sie bleibt? Nein! Ja, ist eine gute Idee, mich zu heilen. Mach das mal. Juwelenkraft. Ja, ist daneben. Bam! Geht doch. Dun, 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 dun. Boah, diese Erkenntnisentwicklungen von den Gegnern, ne? Die nerven. Ich sag's euch, wie es ist. Es nervt. It is annoying. Und ich mag nicht annoying. Also go die. If I find dich, dann bist du tot, superlich. Und ich mach dich herzlich zum toten Zuberisslich. Oh Mann. Gengar? Okay. Warum ist Gengar hier? Tastfluch. Guck mal hier, man kann sogar sehen, was die haben. Das habe ich nie gecheckt. Das ist jetzt gerade nicht gut. Wechseln wir mal. Ich kann nicht wechseln.
Okay, dann greifen wir voran. Igelsam muss ich immer mal verlernen, weil ihr seht ja, es macht fast gar nichts. Ich krieg nur 5 KP die Runde. Das ist nichts. Da kannst du sonst wohin stecken, du. Brauchst du nicht. KP-Knappheit. Ja, wenn du Bock hast. Oh, ist besser so gewesen, weil hier gibt's anscheinend 2 Büsse in diesem Dungeon. Ohne, dass ich's wusste. Oh Gott. Da krieg ich jetzt langsam Angst. Nein, 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 lass mich nur. Ich kann nicht fliehen. Ich kann nicht fliehen. Warum kann ich nicht fliehen? Egal. Angriff. Ich mach nicht wenig. Aber ich bin tot. Der kriegt auch eine Erkenntnis. Digga, ein Boss-Gegner kriegt eine Erkenntnis. Was? Haben wir einen Schatz gefunden? Was meinst du? Achso, Pikachu hat Hunger, deshalb. Och, mach mal so. Zack. Okay, einer von uns beiden wird eh sterben. Oh Gott, das ist jetzt riskant. Orb einsetzen, ganz schnell. Ganz schnell. Teambeleber-Orb. Zack. Am besten, ja, genau, perfekt. Bam. 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 Und dann geht nicht down. Super. Nein. Lass Magneton sterben und dann wieder item. Ja, genau. Und jetzt, nein. Warum? Ich verstehe es nicht. Jetzt Angriff. Angriff. Warum haben wir so wenig Damage? Ach, weil er sich gebufft hat. Boah, die sind richtig krass stark. Wir müssen viel mehr trainieren. Nein, nein. Mega Gengar. Oh Gott. Wo ist der? Ich würde es gar nicht wissen. Ich krieg, Alter. Ich habe Albträume von Mega Gengar, Digga. Nein. Kill es doch! Kill doch mal den Bossgegner hier! Yes! Geht doch! Ja, nimm das Geld auf und dann hauen wir ab schnell weg hier, bevor uns Megagänger vor die Füße tritt. Ja, ist mir egal, was ihr da macht. Ich mach da nicht mit beim Kampf. Du, 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 du! Ein Apfel, das können wir Pikachu theoretisch mal geben. Ich glaube, Gengar ist links, deshalb gehen wir hier lang. Aber es bringt uns nicht, also gehen wir wieder zurück und bam, Gengar ist da. Wetten, Gengar ist hier. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Und ich werde jetzt nie wieder Gegelsamen ein. Es bringt nichts. Die Attacke ist zu schwach mittlerweile. Kannst du nichts benutzen. Man kriegt nur pro Runde 5 KP. 5 KP ist nichts. Das ist nichts. Da will ich lieber nichts bekommen als 5 KP in jede Runde. Ja. Da mache ich zumindest Damage. Nice. LOL! LOL! Yes! Für Gengar braucht man nämlich auch ganz viele von Apollo zu Gengar braucht man ganz viele Steine, deshalb ist es perfekt. Nice. Magneton, möchtest du dich vielleicht auch mal hier aggressiv mit uns halten? Mach dieses Ding da weg. Das kann nichts. Komm, kill it. Nice. Oh oh. Hau ab! War ja klar, ey. Verdammt, ich muss wieder farmen gehen. Das heißt, Illusionshöhle hoffen, dass die mal erscheint wieder. Pikachu, level up! Geil, Level 34. Und ich weiß, ich kann mich schon zu dieser Floor entwickeln, Leute. Ich weiß, ich will es aber noch nicht. Wir machen das später. Zusammen mit Pikachu will ich mich entwickeln. Zur letzten Entwicklung. Ladungsstoß kann wer entwickeln lernen? Ach, Pikachu. Fügt allen Gegnern im Raum Schaden zu und versetzt sie manchmal in Zuschussparalyse. Macht Wangenrubbler weg. Wangenrubbler ist doch nicht so geil, wie ich dachte. Also zumindest nicht in diesem Spiel. Okay, rein da, rein da. Weg hier, weg hier. U13, wir sind ja fast draußen. Flurmel! Oh mein Gott, Flummel ist so süß. Ich brauch das. Hört auf, mich gegenseitig umzubringen. Das finde ich nicht nett.
würde ich so oder so nicht nett finden. Egal, ob der jetzt das oder das. Aber warte. Ladungsstoß ist doch eine Weitattacke. Ist ja geil. Das ist ja richtig geil, du. Ist es down? Es ist down. Okay. Da unten ist das Pokémon. Ich gebe den Apfel. Ich will dich haben. Bitte sag mir, ich habe genug Platz. Bitte. Bitte. Nein, es bringt eh nichts bringen. Nein. Nein. Ah. Ey, was könnt ihr denn alle? Warte, ich seid ja seltsam. Was kannst du denn? Das kann Spuk. Ihr seid beide seltsam. Ja, dann können wir doch kein Flummel haben. Jetzt habe ich extra einen Apfel verbraucht. Naja, wir haben Pokémon gerettet. Da können wir uns besser fühlen. Und da. Pikachu guckt nach vorne und macht die Attacke. Super, cool. Röntgenbrille. Ihr Träger ist in der Lage zu sehen, wo sich Pokémon-Items auf der Ebene befinden. Ach, das habe ich doch früher immer in ganz vielen Tutorial-Videos gesehen, das Item. Das ist wichtig für irgendwas. Ja, behalten wir mal. Hi, Zuberis. Na, wie geht's du, Bruder? Zack, bestaun, easy. Bam, bam. Bam, 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 bam. Oh Gott, ein Gengar. Oh nein. Oh no, not again. Nice, es ist paralysiert. Und nochmal, geil. Magneton Level 32. Oh Gott, ich sehe schon, die Folge ist sehr lang. I know, Leute, I know. Aber passiert. Wie gesagt, es gibt längere Folgen jetzt. Komm schon, wo ist der Ausgang? Was? Ich war doch jetzt schon überall, oder nicht? War ich noch nicht überall? Ah ne, ein Raum war noch nicht. Hier links. Links von mir, hier. Natürlich ist hier. Oh Mann. Okay, letzte Ebene, U14. Oh, wir haben es geschafft. Lull. Oh, Schätze! Matschbombe TM. Finsteraura TM. Standpauke, Luxusbombe. Wirbler? Ey, Pikachu, guck mal hier. Obwohl, nein, die brauchen wir noch. Die tauschen wir aus gegen die andere. Das ist, glaube ich, für mich persönlich besser. Oder ich finde es persönlich so besser. Wie auch immer. Okay. Das war dann die Nachtlichtruine. Das war unser Preis. 4 TMs. Eine weitere Truhe. Und was da jetzt drin ist, sehen wir. Regenbogengummi. Regenbogengummi. DX-Gummi, ganz neu. Und das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. So wie Schuppe, Dama. Yay! Du kannst gerne join, so wie alle anderen jetzt. Ja, ich drücke jetzt auf A und dann, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Wertung da lassen und irgendwo hier draufklicken. Dann kommt ihr bestimmt zu einem neuen Video oder so. Muss ich mal gucken, wann ich das mache. Ich bin ja immer faul damit, mit den Endcards, aber ja. Danke fürs Zuschauen, zu sehen. Alles. Und dann sehen wir uns. Yeah. Cool. Yo.